Ja, wohin jetzt? Wir haben ein Zoltanschiff mit 3 Zoltan und sollten eigentlich dann eher in Zoltan-Heimatwelten gehen. Aber ich habe keinen Bock, wieder bei Kämpfen auf Superschilde zu treffen. Gerade eben war es bloß ein Zoltan-Gebiet zivil. Gehe ich doch zu den Zoltan-Heimatwelten? Aber erst einmal, hallo allerseits und willkommen zurück bei Faster Than Light. Am Ende der letzten Folge war es für mich ziemlich klar, deswegen habe ich gesagt, sehr spannend. Ich gehe eh in den verlassenen Sektor, aber jetzt, wo ich es mir gerade so überlege. Ach, ich habe nicht das Gefühl, dass Zoltan uns bisher unterstützt haben, wenn wir mit Zoltan in einem Zoltan-Schiff in ihrem Heimatbereich unterwegs waren. Hier werden auf jeden Fall dicke Lanius-Schiffe kommen, nicht mehr die kleinen pupslichen. Dann kommt auf jeden Fall was Rotes und dann ist wieder die Wahl. Im Zweifelsfall nach rechts. Ne, das mache ich mir jetzt nicht so einfach, denn ich habe immerhin einen Anhaltspunkt, aber es ist gerade schwierig zu entscheiden. Will ich Zoltan nochmal, weil wir ein Zoltan-Schiff haben? Weh, das geht schief. Oh, Nebel. Ist nicht schlimm. Hier im Zoltan-Territorium bist du weit vom Föderationsraum entfernt und es ist nicht klar, ob die Zoltan der Föderation noch immer wohlgesonnen sind. Trotzdem musst du weiter. Bitte eine gute Signalkarte? Ja, schön vernetzt und relativ weit rechts. Na, es könnte mittiger sein. Insofern keine schlimme Signalkarte bisher. Der Nebel stört die Flotte. Gut, wir müssen eh nach oben, insofern sollten wir uns auch in der oberen Hälfte aufhalten. Wobei unten könnte es dann die besseren Sachen geben, weil das unwahrscheinlicher ist, dass das ein Spieler angeht, weil man müsste halt so nochmal komplett hoch. Wenn wir runtergehen wollen würden, müssten wir es so, dann müssten wir aber hier schon wieder den Weg nach oben einschlagen. Das hier gefällt mir sehr, dass man hier von allen 4 Punkten zum Ausgang kann. Vielleicht Nebel, Nebel und dann hier runter. Schnurstracks gucken, ob hier unten was Cooles ist und ansonsten geht es halt gleich wieder hoch. Ja, dann können wir von hier aus entweder so hin. Wenn wir eben noch genügend Zeit haben, dann gehen wir halt noch so, 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 so. Oder halt so, 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 oder so, 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 so. Gucken wir einfach mal. Wenn ich jetzt hier hingehe, ist aber auch klar, wir gehen nicht nach oben, weil ich will beide Nebel mitnehmen. Oh, Plasmasturm. Ey, ist das eine Wurzel? Das ist ein Blitz. Du erspähst 2 Piratenschiffe, die im Nebel lauern. Sie haben dich noch nicht bemerkt. Jetzt können wir gerade eine Hilfsbatterie gebrauchen im Plasmasturm. Du kannst mit deinen Scannern immerhin noch ihre Ladung überprüfen. Eins der Schiffe hat Treibstoff an Bord, das andere Munition. Sie treiben im Sturm langsam voneinander weg. Das sollte man eigentlich nicht kaputt machen. Wir haben nichts zum Nicht-Kaputt-Machen dabei. Nicht-Kaputt-Machen heißt Biostrahl oder Teleporter. Zum Beispiel. Möchte geben, die sich auch geben viel Treibstoff. Das glaube ich eher weniger. Munition will ich... So, nee... Am Ende gibt es wieder überwiegend Raketen. Nee, 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 nee. Die Wahrscheinlichkeit, wir brauchen auf jeden Fall Treibstoff. Ja. Ich nehme Treibstoff. Oh, und 3 Schildgegner, aber noch mit... ohne Plasma-Einwirkung. Was sage ich dem Plasma? Machen wir wieder Ionenplasma, egal. Du fliegst schnell zu dem Piraten mit dem Treibstoff und greifst an. Hoffentlich bleibt das Schiff in einem Stück. 2 Schildpunkte, oh, Flak 2 und noch 2 Schüsse. Okay, heißt für uns, wir gehen aufs volle Ganze. Wir haben eh gerade ein Zoltan-Schild aktiv, deswegen lieber alle Waffen an. Na, Strom. Mist, wir haben einmal Strom zu wenig. Genau, einmal Strom zu wenig, Kackdreck. Nee, machen wir es anders. Dann hacken wir auf jeden Fall. Wir hacken sein Schildsystem, dann macht die Lanze ganz dick Schaden und wir haben dann immer noch den schweren Laser 1. Okay. Oh, einmal Strom mehr, das wäre richtig gut gewesen. Ah. Zu viel gespart, kommt davon. Ja, so machen wir es. Kurz mal überlegen, ob ich irgendwas vergessen habe. Der Zoltan-Schild ist sehr hilfreich, der schützt uns jetzt erstmal. Der hält die beiden ab und sogar die Flak 2, aber die werden eher zweimal schießen und dann macht der was mit seinem
Flak 2 geschützt bei uns, aber bis dahin haben wir auch nicht die Lanze schon durchgesäbelt. Er hat kein besonderes System. Denke ich jetzt auch wirklich? Ja, Schutzsystem. Gedoink, ein Mirabler. Lieber voll auf die Waffen. Und dann weiterhin zuerst auf die Waffen und dann... Na, wobei nicht unbedingt zuerst, aber... 5 Räume werden speziell. Aber das Schlitzsystem muss mit. Komm, wir grillen noch den Mantis. Der Titten. Nein, noch nicht. Hätte ich mich gleich wieder geärgert. Flak 2 ausmachen, komm schon. Mist, die bleibt an. Jetzt ist sie aus, ja wunderbar. Also perfekt gelaufen. Jeder Schuss ist auch gerade ein Treffer. Die haben gerade keine Waffe im Einsatz. Na gut, die ist gleich bereit, dann machen wir den Höllennesser 2 an, wobei dann ist er eh kaputt. Wir machen den jetzt schon an, der hat ein Zweierschild. Der hat die Energie umgelagert. Waffen ganz kaputt. Und jeder Schuss ist ein Treffer. Aber die Lanze kann jetzt nichts machen. Aber er hat halt einen Mantis zum Reparieren vorgeschickt. Wie doof. Ah, der schwere Laser würde ihn schon kaputt machen. Aber die Lanze macht das nicht. Oder doch? Nee, das Ding hat gesessen. Wieder so wenig Schrott. Das Schiff ist nahezu komplett zerstört, ja. Deswegen gibt es so wenig. Aber auch so wenig Schrott, das nervt zurzeit. Also das Schiff ist nahezu komplett zerstört, sodass du nur vereinzelte Treibstoffkanister aus dem Wrack bergen kannst, bevor sich der Ionensturm lichtet und du fortspringen musst. 222 Schrott. Kein Laden. 140 will ich behalten. Und 85. 140 will ich behalten. Kommt eh nicht sofort ein Laden, wo wir dann zwei Sachen kaufen können. Wir haben ja noch diese Drohne, ja genau, dann machen wir jetzt hier einmal Hacking und hier noch zwei Energiebalken. Ja, das Cockpit muss noch warten. Es ist so günstig, aber ich schieb's immer so lange auf die Wartebank. So, machen wir's. Falls wir beim Gegner nicht hacken können, dann haben wir Strom über und dann können wir auch in einem Ion- oder Plasmasturm richtig zu Werke gehen. So gefällt mir das. Ich will trotzdem mit einem Schildpunkt fliegen. 4 Balken noch. Was haben wir hier? Das riecht nach Kampf. 3er Schildgegner. Ein Nicht-Piratenfehl ist in einem Zoltan-Sektor. Dieser Nebel ist das Versteck einer verschreckten Felis-Crew, die sich vor der Grenzpolizei der Zoltan versteckt. Sie wollen nicht riskieren, dass du verschwindest und ihre Koordinaten kennst, also eröffnen sie das Feuer ohne spezielles System, aber mit Flak 2 und einem 2er Schusseisen. Wir haben Strom über. Ja, wir hacken auf jeden Fall bei ihm. Drohnenteile. 3er-Schild. Ich fange jetzt an. War das ein Hauch zu früh? Ein Mini-Hauch, aber das hält ja noch etwas länger unten. Wobei. 55% Sauerstoff hier, ja. Oh, das war ziemlich perfekt. Fast perfekt. So. Wir wollen auf jeden Fall die Flak 2 wegbekommen. Flak 1 ist schon schlimm bei unserem Schiff. Also da drauf und dann mal gucken, wie viel die wieder stehen. Wir nehmen auf jeden Fall 5 Räume mit. Das geht auch bitte nicht. Und auf jeden Fall 4 Räume, wo Systeme drin sind.
Tschüss, Flak 2. Viel zu wenig Schrott. Ich habe langsam genug von diesem wenigen Schrott, auch wenn wir so viel Schrott haben. Das Phyllis-Schiff ruft, es reicht. Uns wurde gesagt, dass die Aliens ohne die unsere Art zu leben bedrohen und sie haben den Beweis dafür geliefert. Nehmen Sie das hier und gehen Sie. Nö. 30 Schrott, 36 niemals. Nicht so. Da klopft jemand. Wir sollten nicht auf die Waffen gehen, denn wir brauchen noch etwas Jones-Erfahrung. Der hat so wenig. Die anderen, gut, er kam auch viel später. Relativ viel später. Aber die anderen beiden sind schon längst auf Gelb. Das Schiff explodiert und hinterlässt na immerhin mehr Schrott, aber trotzdem ziemlich wenig für Sektor 5, habe ich das Gefühl. 36 Schrott, einen drunter und einmal Treibstoff. Eine beträchtliche Menge. Ich glaube, ich habe gerade falsche Vorstellungen. Ich rechne die ganze Zeit mit zwei Schrottbergungsarmen oder so. 140, wir haben noch so ein Drohnen-Ding. Ich will nicht zu viel sparen. Ah, dritte Schlitten muss jetzt ja wir sparen. Ich will auf jeden Fall die beiden Systeme haben. Gedankenkontrolle und Hilfsbatterie. Die Hilfsbatterie brauchen wir auf jeden Fall. Insofern halten wir jetzt immer ebenso 140 Schrott zurück. Wir brauchen gerade nur einmal Energie. Wir können da Antrieb abzwacken. Heißt, wir brauchen 125 Schrott. Was bringt diese Drohne da? 15 oder nur 12? Ich rechne mal mit 10, das ist einfacher. Die wird bestimmt zwischen 10 und 15 bringen. Ich sag mal 12. Rechnen wir mal mit 10, heißt das kostet 115. 115 plus 140 macht 255. Haben wir das? 255 spätestens. Dann werde ich Schrott investieren und den dritten Schildpunkt holen. 255. 140 plus 15, ja, 255. Ich will mal kurz hier unten gucken, was ist, deswegen gehen wir weiter diesen Weg. Die kommen noch gar nicht. Oder nehme ich noch den mit? Ne, hier unten gibt es so viele. Wir kommen hier schon nicht zu früh am Ausgang an mit den Punkten hier hinten. Das geht schon nicht, deswegen gucken wir schnellstens hier unten in die Ecke und dann hoch. Hier gibt es bestimmt einen Laden in der Ecke, so abgeschieden. Hallo Erde, oder was du bist. Du sprengst in ein Trümmerfeld, das einmal ein Zoltankreuzer gewesen ist. Dummerweise hält seine Engie-Eskorte dich für den Angreifer und greift dich zur Vergeltung an. Sie reagieren nicht auf deine Kontaktversuche. Die haben bestimmt eine Abwehrdrohne. Oh, drei Ionkram-Dinger. Und nochmal Ionkram und eine Lanze. So interessant. Uiuiui. Okay. Die haben eine Drohne losgeschickt. Die Drohnen. Also Hacking können wir knicken. Wir haben viel zu viel Strom über. Kacke. Ist auch noch einmal Antrieb verbessern. Jetzt schon. Ja, der Schlittpunkt braucht noch länger. Aber ein Zweischlittgegner und die schießen halt keine Schüsse ab. Oder ist hier noch eine Drohne versteckt? Nein. Insofern wird das ein machbarer Gegner. Außer wir brauchen zu lange und der macht mit seinem Ionkram zu viel Bums und die Lanze dazu. Ah, das geht schon klar. Wir haben drei Schüsse und die Lanze. Und er hat ein Zweierschild. Hätte er ein Dreischild, wäre das schwieriger. Wir gehen... Ah, die Räume, ey. Eigentlich ein ziemlich Kackschiff, würde ich sagen. Hat nämlich keine Außentüren. Aber so zum Lancieren ist es echt blöd gebaut. Wobei, man könnte vielleicht hier vier Räume... Jawohl, na immerhin. Und zwei wichtige Systeme geht auch eigentlich. Dann gehen wir jetzt auf jeden Fall darauf, weil mit der Lanze gehen wir nicht übers Cockpit. Immer mit diesem möglichen Einschuss auf ein System gehen, was nur einen Balken haben könnte. Und bestenfalls auch noch abgeschieden ist von der Lanzenrichtung. Das ist meine Intention die ganze Zeit schon. Nur mal so erklärt. Das hat alles so seine Gründe, warum ich das so mache. Vielleicht freut sich gerade jemand da draußen und sagt sich, hey, danke. Stimmt, gar nicht mal so blöd. Mache ich jetzt auch so. Hat mir sehr geholfen. Mist. Oh. Naja, einer Schaden. Okay, der dicke Jungkram geht weg. Die Lanze wäre mir aber lieber. Dann hätte er bloß Ionkram. Die haben Engi, schätze ich mal. Die werden schnell reparieren können. Heißt, wir arbeiten uns Stück für Stück ja alles wieder ganz sehr mühsam vor. Die Musik ist wieder verdammt cool. Aber wann ist sie das mal nicht? Die haben echt guten Antrieb. Wieder zweimal ausgewichen.
Ah, die reparieren eh alles immer, bis wir wieder schießen können. Insofern bringt es nicht, jetzt mal übers Cockpit zu gehen. Nein, die Lanze macht auch mal kurz Schaden. Wir haben mal wieder Schaden bekommen, unglaublich. Die haben eh gleich wieder alles ganz. Wir können abhauen, machen wir aber nicht. Wir haben Strom über. War hier Unkram. Die haben auch wieder alles ganz, aber wir sind schneller mit Hülle vernichten. Treffen wir jetzt zweimal? Jawohl. Das ist deren Untergang. Ups, na, vier Räume. Ich bin zu weit oben mit der Lanze. So. Und das Cockpit noch getroffen. Super. Das Schiff explodiert und ich habe, glaube ich, zu hohe Ansprüche. Wir halten bloß 38 Schrott, eine Rakete und einmal Treibstoff. Immer noch kein Laden. Jetzt kommen die Rebellen so langsam angeschissen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Wir könnten raus. Ich kann es leider nicht genau abzählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sieben kriegen wir mindestens hin. Und hier haben wir dann noch zwei weitere Punkte. Das passt schon. Dann nehme ich den hier auf jeden Fall mit. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, 8, 9, 10 wird eh nicht gehen. Und ab 7 haben wir die Möglichkeit schon abzuhauen. Ja, klingt gut. Irgendwas übersehen? Moment. Nö. Dann fliegen wir weiter. Auch viele, viele Kämpfe mit machbaren Gegnern. Oh, ein Geschenk im Zoltan-Gebiet. So wenig Schrott, es ist ein Geschenk, insofern nichts mäkeln. Du kommst im System an und deckst sofort ein Piratenschiff in der Nähe. Seltsamerweise befindet sich aber laut der Scans keine Lebensform an Bord. Du plünderst das Schiff, findest aber keinen Hinweis auf den Verbleib der Crew. Wir erhalten sehr schöne 2 Treibstoff, einen drunter, auch sehr schön, und 36 Schrott. Dankeschön, wer auch immer das da hingelegt hat. Ein Notfall. Oh, die kommen auf einmal ganz schön an. Ich baue jetzt nochmal den Antrieb aus. Kann nicht sein, dass wir mit Strom über rumeiern. So, ja, Antrieb wird ausgebaut. Ich werde nicht mit 400 Schrott sterben, wenn es eben auf diese 5% ankommt. Es sind ja bloß 30 Schrott. Ein Kampf, wir haben das wieder rein. Der nächste Kampf bringt 28 Schrott. Achtung. Das könnte aber echt mal wieder in den Laden kommen. So viele gibt es nicht mehr. Sektor 6 und 7 und dann kommt schon die 8. Du hast die Quellen des Notsignals gefunden, eine kleine Forschungsstation. Offenbar ist ein Feuer in einem Labor außer Kontrolle geraten und droht jetzt die gesamte, ohne gesamte, sondern eher ganze Station zu zerstören. Das Feuerlöschsystem, ha, wir haben eins, können wir es rüberschicken, scheint ausgefallen zu sein. Deine Crew in einem Shuttle losschicken? Nein, definitiv nicht. Wir versuchen anzudocken. Vielleicht gibt es eine Explosion und Hüllenschaden, aber lieber das als Crew zu verlieren. 20 Schrott. Hey, 28 Schrott, nein, 20. Du suchst dir die höchste Konzentration an Biosignalen und manövrierst das Schiff neben die Station. Bevor du aber Überlebende aufnehmen kannst, wird die Station von einer Explosion in Stücke gerissen. Oh, schade. Dein Schiff wird fortgeschleudert und Trümmer durchschlagen die Hülle. Du musst hilflos mit ansehen, wie die letzten Überlebenden zwischen den Wrackteilen verschwinden. Das ist echt fies, aber wir bekommen noch 20 Mal Schrott. Und das Cockpit ist im Eimer. ...255 Schrott, dann Schildsystem noch ein Notfall. Ich sehe gerade, wir könnten auch diesen Weg gehen. Ah, dann lassen wir den Notfall... Nee, den nehme ich mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eher nehmen wir 7 mit. Heißt dann so. Wir werden nicht zu wenig Punkte mitnehmen. Jetzt bekommen wir hoffentlich genug Schrott für den zweiten Schildpunkt beim Pulsar. Dritten Schildpunkt, Entschuldigung. Zwei Schildgegner, ein Drohnensystem, jawohl, den kriegen wir doch klein.
Eine kleine Rebellenforschungsstation, schön langes Wort, ist von einem posierenden Stern, ist vor einem posierenden Stern erkennbar. Bevor du reagieren kannst, entdeckt dich ein Rebellenschiff und nähert sich in einem Angriffsvektor, nicht Sektor. Oh nö, ein Zoltan-Schild. Nein, Superschild ist ja kein Zoltan. Hecken brauchen wir nicht, also haben wir Strom über. 40% ausweichen, das klingt sehr schön. Das ist ein Zweierschuss und das ist halt ein Bombenwerfer. Sollten wir überstehen. Ah, jetzt müssen wir gleich 3 Schildpunkte wegmachen. Hoffentlich trifft der Pulsar nicht unsere Waffen. Bombe fliegt vorbei. Was ist das für eine? Kann ich nicht erkennen. Wir gehen mit der Lanze nicht übers Cockpit, insofern auf das Cockpit mit dem Höllenlaser 2. Der Zoltan-Schild hat das Ding abgehalten. Oder? Ne, bei ihm leuchtet auch nichts. Kommt das gerade noch, das Pulsar-Ding? Hat das bei uns gar keinen Schaden gemacht? Das ist bei gar keinem von uns? Nö, kommt nichts an. Oh, 6 Raketen. Rechne ich raus, insofern sind das bloß 34 Schrott. Du erhältst eine verzweifelte Nachricht. Sie können alles nehmen, was wir haben, aber bitte bringen sie uns nicht um. 34 Schrott. Nein, danke. Wir werden doch jetzt wieder mindestens 70 Raketen reinbekommen. Überlader. Sei es ihm gegönnt. Er hat ziemlich viel Schaden bekommen. Mal gucken, ob der Pulsar ihn rettet oder vielleicht sogar uns hilft. Bombe trifft. Oh, eine Bruchbombe. Macht beim Deklan Schaden. Wir haben nur noch 20% ausweichen. Haben viel zu viel Strom über. Damit kann er eh keinen Schaden machen, insofern brauchen wir gar niemanden beim Schildsystem. Schildsystem komplett aus. Ne, wir warten noch auf die Lanze. Der ist gerade nicht schussbereit, noch nicht. Lieber zuerst auf die Waffen, der geht so oder so kaputt. Jawohl. Kein Ausweichen. Und wir hatten keinen Schildpunkt. Nur 33 Schrott. Ich habe echt hohe Ansprüche. Oder die Sektoren sind gerade sehr besonders. Das Schiff explodiert und wir halten 3 mal Treibstoff, einen Drohnenteil, 33 Schrott. Das ist genügend für einen dritten Schildpunkt. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.